Forbes. Look, mama, I made it to Forbes. Yo, meine freshen Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute was vorbereitet für euch. Ihr habt es im Titel, im Thumbnail wahrscheinlich schon gelesen. Wir sind einfach nur dumm. Okay, was heißt wir? Ich. Es war meine Idee, tut mir leid. Philipp meint auch, das ist idiotisch, aber es ist geil. Es ist wirklich geil. Wir haben jetzt hier den Karton stehen. Ja. Dreimal dürft ihr raten, was da drin ist. Luftpolsterfolie. 100 Meter davon. 100 Meter Luftpolsterfolie. Ich meine, manche verpacken damit ihr Material, irgendwelche wichtigen Sachen, und wir fahren halt mit dem Auto drüber. Kann man machen, oder? Also voll und ganz. Wir gucken gleich mal rein. Und ja, es ist groß, es ist viel. Das muss Karton. Jawohl. Also, ich glaube 40 cm breit. Ja. Und 100 Meter lang. Und wo werden wir die auslegen? Genau da lang. Und ich muss mal gucken, wo ich überhaupt da anfange. Ah, hier. Okay. Ja, heute ist zum Glück einigermaßen windstill. Ich glaube, da müssen wir die gar nicht so oft befestigen. Das ist nur ein Klebeband. Okay. Es ist, wie gesagt, einigermaßen windstill heute, zum Glück. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Professionalität wieder reingebracht, beziehungsweise der Philipp. Natürlich. Ja, auf jeden Fall, wir haben ein bisschen Professionalität reingebracht, denn mein Auto steht ja hier. Ohne Kennzeichen. Meine altbekannte Winterbeach. GoPro ist auch schon, Vorrichtung ist schon dran. Warum zielt ihr auf den Reifen? Ich meine, das macht doch keiner. Was ist denn das? Mhm. Ist komisch, oder? Ja. Nee, damit ihr natürlich live dabei sein könnt, wie die Luftpolsterfolie stirbt. Bekommt da alles mit. Und ja, ich würde sagen, wir rollen die Kacke jetzt erstmal aus. Und dann hängen die Haare wieder in der Kamera. Ja, eins ist drin gehangen. Der Philipp hat gerade eine tote Katze auf dem Mikro. Ja, wir rollen die jetzt mal aus. Es wird bestimmt ein bisschen dauern. Ihr werdet bestimmt auch zwischendurch mal sehen, wie lang das dann ist. Aber es wird lustig. Ja. Es wird lustig. Okay, du darfst das wieder zurückhaben. Danke. Zum Glück haben wir auch ein paar Steine. Dann können wir die ein bisschen beschweren. So. Naja, mit den kleinen Steinen. Ja, das geht schon. Okay, wir kriegen es hin. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir es ausgerollt haben. Beziehungsweise ihr seht, wie wir sie ausrollen. Und dann, ja. Ich hab Bis Spaß. Gleich. Ich hab Spaß. Tschüss. Wollen wir sie erstmal neben der Strecke vielleicht? Ja, kannst du machen. Und dann rüberziehen? Ja. Geht doch gar nicht klar. Kommt schon aus der Puste, Mann, bei 100 Meter. nicht draufsteigen. Ah! Es ist verdammt lang. Ich habe es mir nicht so lange vorgestellt, ehrlich. Ja gut, ich meine, jetzt kommt kein Auto. Wollen wir es gleich riskieren, oder was? Ja, schon. Gehen wir gleich aufs Ganze. Lass die 100 Meter zurückgehen. Ja, oder du. Ja, oder du. Oder du. Oder du. Oder wir beide. Nein, das wäre dumm. Okay, komm, wir machen Schnick, Schnuck. Mir egal, wer zurückgeht. Ist dein Video? Ja, komm. Ja, wie ist mein Video? Du kannst von hinten auch filmen. Ich muss ja beim Reifen bleiben.
Muss aber dann wieder hierher. Ja, ich muss wieder hier vor. Ich geh schon. Das ist schon gut, du willst los haben. Haust rein. Oh Mann, warum bin ich überhaupt zurückgekommen? Ja. Nächstes Mal ruf ich an. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg. Scheiße. Also Leute, es ist schwerer als gedacht. Jetzt kommt Wind auf. Und schaut euch mal die Strecke jetzt an. Oh Mann, ja, hier zieht es schon wieder fast schon hopp. Was sollen wir da machen, Mann? Ich würde fast verschieben auf einen Tag, wo es echt keinen Wind hat, weil... Ja, kein Wind, das ist ja nicht. Das ist ein laues Lüftchen, was hier gerade geht. Ja, aber es reicht ja anscheinend, siehst du ja. Und? Das Krasse ist, es schiebt halt mit den Steinen weg. Ja, juckt's gar nicht. Flieg nochmal, ja, ja. Oh, ey. Gleich haben wir so einen 100 Meter in den Himmel. Das wäre geil. Ich würde es feiern. Ein neues Spielzeug. Wir machen heute doch nicht die Luftpolsterfolie kaputt, sondern wir lassen sie fliegen. Wie wär's? Hopp, ja. Nein, auch mit. Ja, komm, ja. Wenn jemand fragt, sagen wir, das ist ein Test, also so ne? Aerodynamik-Test. Wir studieren gerade Luftpolsterfolie, wie sie sich bei lauem Wind verhält. Wir sind von der Deutschen Post. Ja klar, wir müssen ja wissen, was die aushält, Luftpolsterfolie, ne? Also. Oh, ja. 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 Also, ihr wisst auf jeden Fall jetzt, Luftpolsterfolie bei lauem Wind nicht gut. Fliegt echt gut, Mann. Ja, es wird immer windiger. Jetzt ist Arsch. Die ganze Zeit ging's, ne? Ja. Die ganze Zeit. Und dann haben wir ausgerollt, dann ging's auch noch und jetzt kommt der Wind. Ja, also. Man sieht's ja. Aber ist geil. Macht irgendwie Spaß. Super Hilfe. So schön kriegst du den nie wieder aufgerollt. Ich sag, die kamen so an, die schicke ich wieder zurück. Nach wie vielen Monaten? Sag mal, haben sie versucht mit dem Auto drüber zu fahren und da kam Wind oder was? Nein! Kann ja gar nicht sein. Wie kommen sie darauf? Und dann sehen sie das Video, right? Philipp, das wird so nichts, du musst zwei Hände nehmen. Okay, tschüss YouTube. So, wir haben es gleich geschafft. Also... Eins dürft ihr euch merken, Luftpolsterfolie auswickeln ist geil, Luftpolsterfolie einwickeln, nicht so geil. Komm mal nach! Nein, flüg nicht mehr. Ich wollte schon gerade sagen, was klebt da an meiner Stoßstange für ein schwarzer Fleck, aber das ist die GoPro. Okay, wir sind gleich fertig, dann hören wir uns gleich nochmal. Geil, oder? Ich meine, es wäre schon cool, wenn wir die jetzt noch so ein bisschen... Nee. Die Frage ist, passt es noch rein? Ah, ich glaube nicht. Sind wir die Wickelkönige? Von der Dicke her nicht, aber von der... Ja, doch. Krass. Ich habe gesagt, wir können anfangen. Wir können damit... Ich habe vorhin zu Philipp gesagt, da wart ihr leider nicht dabei. Aber ich habe gesagt, also wenn wir mal nichts zu tun haben, dann suchen wir uns einen Job als Luftfolienaufroller. Luftfolien. Luftpollen. Luftfolienaufroller, ja. Ich will euch nicht ganz enttäuschen, habe ich mir gerade überlegt. Das habe ich mit Philipp noch gar nicht ausgemacht. Ich will euch nicht ganz enttäuschen. Ich meine, nehmen wir schon mal ein kleines Stück und fahren mal drüber, so aus Spaß. Ja, aber das fliegt hier wieder weg. Scheißegal, legen wir Steine rum. So ein ganz kleines Stück bloß. So ein Stück. Ja, kannst du machen. Dann habt ihr ein bisschen, ne, schon mal die Vorahnung, was passiert. Und ich bin auch befriedigt, weil ich dann wenigstens etwas geschafft habe, was ich machen wollte. Auch wenn der Wind gerade, also ihr hört ihn jetzt nicht wegen der toten Katze auf dem Mikrofon. Hoffentlich. Aber der Wind kommt gerade schon krass. Also ihr seht es ja gleich. Jetzt habe ich das halt schon reingestopft. Hast du gut gemacht. Gut gemacht, Basti. Dafür gibt es einen Daumen hoch, so wie ich ihn gerade mache.
So, das sollte reichen. Halleluja. So, es ist knapp ein Meter, oder? Würde ich sagen. Ja, jetzt seht ihr gerade, wie es windig ist. Ja, bisschen schräg abgeschnitten, aber wen juckt's. Ja, es war ein bisschen Befriedigung, muss ich ehrlich zugeben. Ja, war lustig. War schon lustig. Und das auf 100 Meter kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, wir werden das nächste Mal das auch irgendwo hier machen, aber wenn Windstille ist und ich bringe Klebeband mit. Ja. Dann machen wir einfach komplett Klebeband dran. Das juckt mich dann auch nicht. Oder? Ja. Passt. Okay, gut, ich mache gleich vom Auto aus. Schön, dass ihr dabei wart, auch wenn es nicht so funktioniert hat, aber wir werden es auf jeden Fall nachholen. Ihr könnt drauf warten, ich verspreche es euch. Ja, beim nächsten Mal gibt es halt 99 Meter, weil einen Meter haben wir schon weniger. machen wir 99 Meter Luftpolsterfolie, abgehen, mit dem Auto drüber fahren und dann gucken wir mal, was so passiert. Also der Meter war schon nicht schlecht, aber ich bin nicht befriedigt komplett. Also von dem her müssen wir das nochmal wiederholen. Trotzdem Dankeschön fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Also ja, wird heftig, haut rein, ciao.